So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit der dritten Folge von Indie Game TV und heute mit dem Spiel Hurtle Turtle. Also da geht es darum, dass man mit so einer kleinen Schildkröte hier kann man springen und hin und her. Und ich habe drei Leben. Ah, oh, jetzt bin ich schon. Auf jeden Fall ist das Spiel extrem freaky. Nicht nur wegen der Musik, sondern auch allgemein, weil es dann am Ende so schnell wird. Unten sieht man die Meter und was das Beste bei mir. Und jetzt hat es eine Geschwindigkeit zugelegt. Oh, wie soll man so schnell springen, ey? Boah. Naja, also es ist wirklich auf jeden Fall extrem freaky, wie schon gesagt. Man kann das auch hier zu zweit spielen, wie man rechts sieht. Wenn man Start drückt und dann hat man halt zwei Schildkröten, die ziemlich schnell sind. Und ich mache jetzt hier noch einen kleinen Schnitt, weil nämlich jetzt kommt noch das Erweiterungspack zu Hurtle Turtle. So, und da sind wir wieder. Jetzt mit dem Erweiterungspack von Hurtle Turtle. Level Pack 1. Und da kann man hier das mal auswählen. Hier ist man jetzt auf einer Straße. Und das ist im Prinzip zwar dasselbe. Oh, immer das erste. Das, weil ich da noch zu langsam. Und ich finde, die Musik ist cool. Wieder eine Geschwindigkeitsstufe mehr. Jetzt wieder eine Stufe mehr. So, jetzt habe ich meinen Rekord geschlagen, oder ich weiß gar nicht, ob das meiner war. Thank you.
Oh, ich habe sogar noch ein Leben. Da hat sie mich jetzt erwischt. Also am Ende wird es wirklich extrem schwer, weil es so wirklich extrem schnell wird. Und ja, hier kann man natürlich auch wieder mit zwei Spielern spielen, wie man hier sieht. Und ja, es gibt hier auch mehrere Level noch. Und ja, also ich finde es witzig und die sind auch nicht allzu teuer. Diese Erweiterungspacks oder wie sind die, kosten alle nur 80 Punkte. Microsoft Points halt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal bei den Kanälen vorbeischauen, die anderen Folgen angucken und bis zum nächsten Mal und immer schön weiterzocken.